Dann fange ich einmal mit mir selber kurz an. Ich habe in München studiert, Hochfrequenztechnik, vor langer, langer Zeit. Und bin dann tatsächlich auch schon hier in dieser Firma gelandet, erstmal im Hörfunkbereich, habe mit Automation und so zu tun gehabt, dann Zusatzinformationen, digitale Zusatzinformationen, D2-MEC, C-MEC, weiß nicht, wer sowas noch kennt, was alles so an halbdigitalen Verfahren waren. Und mit Netzen begonnen habe ich eigentlich so 1995 ganz allgemein. Schwerpunkt war dann ATM, SDH, solche Dinge. FDDI haben wir auch gemacht, also im Haus. Da existiert sogar heute noch eine Glasfaserstruktur, auf der inzwischen ganz andere Technologien laufen. Ja, mit WLAN beschäftige ich mich. Also es wurde dann auch eine Abteilung Netze gegründet hier, Netztechnologien, die hat auch schon mehrere Namen gehabt. Und jetzt heißt sie Netztechnologien. Und ich bin jetzt beinahe 20 Jahre sozusagen in dem Bereich. Und auch WLAN, um es gleich, ist bald 20 Jahre alt. Beschäftigt habe ich mich so seit 2012 mit WLAN. Also eigentlich 14 Jahre, kann man sagen. Und auch seit 12 Jahren machen wir hier Messungen mit dieser Technologie und haben also die ganze Technik entsprechend begleitet. Ja, was genau? Also es geht eben um, wir machen Performance-Messungen aller Art, wir machen Ausleuchtungen. Das IoT macht ja auch eine Vermarktung. Das heißt, wir haben auch bei einigen Rundfunkanstalten die gesamten Häuser ausgeleuchtet und die haben entsprechend dann ihre Access Points da danach gesetzt. Also auch sowas ist unser Geschäft. Der Ahmad macht dann auch morgen die Präsentationen. Sie können dann auch in den Pausen und so weiter Fragen stellen und natürlich auch während dem Vortrag, selbstverständlich auch. Und dann kann man sich das eine oder andere anschauen mehr. Auf eines oder andere werde ich auch noch hinweisen. Dann fällt mir noch ein Hinweis. Wir haben neu, also das, was Sie jetzt ausgedruckt haben, da haben wir jetzt auch ganz neue PDFs. Da kriegen Sie dann einen Link und ein Passwort und können sich das runterladen in, ich sage mal, aktuellster Version, wobei das aktuell ist, aber es ist dann doch noch eine oder zwei Folien entstanden. Und es ist auch so, dass ich während dem Vortrag an ein paar Stellen mal ein, zwei Folien überspringen werde. Die habe ich aber bewusst noch drin gelassen im Ausdruck, da wo es einmal um ältere Messungen geht, die nicht mehr so bedeutsam sind, aber vielleicht den einen oder anderen doch interessieren. Und auch eine Folie, mit der fange ich jetzt an, die haben Sie jetzt da auch noch nicht drin, aber das ist im PDF drin. Ich sage das sonst immer ohne Folie, aber ich habe jetzt mal eine erstellt. Und zwar, bevor ich überhaupt anfange, möchte ich zu zwei Gremien mal was sagen. Ja? Das eine ist das IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Das ist ein weltweiter Berufsverband aus Ingenieuren aus dem Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik. Und wie Sie sicher wissen, machen die weltweit Kongresse, Fachtagungen, wird von der IEEE veranstaltet, geben eigene Zeitschriften raus. Und ich sage mal, der wichtigste Punkt ist natürlich hier Gremien. Die bilden Gremien aus, die sich mit der Standardisierung von Techniken, Software, Hardware und so weiter beschäftigen. Und eine dieser Techniken ist natürlich auch 802.11. Und zum Gründungsjahr noch, die IEEE gibt es seit 1. Januar 1963, entstanden aus der Fusion von zwei bis dahin schon existierenden amerikanischen Ingenieurverbänden. Die sind also da fusioniert. Auch noch interessant, zum Gründungszeitpunkt 160.000 Mitglieder bei der IEEE, davon 90% US-Amerikaner, also mit amerikanischen Pass. Stand jetzt über 450.000, also die IEEE hat sich inzwischen verdreifacht von den Mitgliedern. Ungefähr 50% sind US-Amerikaner, 50% sind inzwischen weltweit Teilnehmer aus der ganzen Welt, viele Chinesen inzwischen auch in der IEEE. Sollte man mal durchaus wissen, eine stark amerikanisch dominierte
Verband, der sich aber zum eigentlich sehr offenen Weltverband entwickelt hat. Dann gibt es die Wi-Fi Alliance, das ist die zweite, die rund um WLAN wichtig eine Rolle spielt. Das ist im Gegensatz zu IEEE, wo einzelne Ingenieure sozusagen Mitglied sein können, ist das ein Unternehmerverband, also ein Konsortium. Und das hat sich auf die Fahne geschrieben, die Technik zu promoten. Letzten Endes, klar, wenn Unternehmen dahinter sind, die wollen, dass Geld verdient wird und schieben da an, auch in die Richtung, dass sie Produkte zertifizieren und die Interoperabilität zwischen Geräten verschiedener Hersteller sozusagen erzeugen. Und da gibt es dann den berühmten, wenn der Test bestanden ist, dann gibt es den Stempel Wi-Fi Certified von der Wi-Fi Alliance. Die wurde gegründet schon 1999, damals hat es den Namen gehabt Ethernet, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, also WK. Und drei Jahre später ist es dann umbenannt worden in Wi-Fi Alliance. Also bloß, dass man sieht, es gibt mehrere Organisationen, es gibt auch noch inzwischen die Wireless Broadband Alliance, da komme ich aber erst morgen überhaupt mal dazu, was die für eine Rolle spielt. Und Sie sehen inzwischen auch 600 Mitgliedsfirmen, also das Ding ist auch ganz ordentlich gewachsen. Die haben auch die Rechte an dem Logo, gehe ich ja doch glatt nochmal zurück, zum Beispiel sowas hier. Das ist so ein freigegebenes Logo von der Wi-Fi Alliance. Und der Begriff Wi-Fi, also manche sagen Wi-Fi, Wi-Fi, aber die Amis, man sagt eigentlich Wi-Fi in dem Sprachraum, das wurde nur zu Marketingzwecken erfunden. Man hat da gar keine Hintergedanken gehabt, weil man immer glaubt, das sollte in Anlehnung an Hi-Fi, das war gar nicht so. Das war ein reiner Marketingbegriff. Trotzdem haben die dann kein Problem damit gehabt, dass das hier so eine Parallele im Denken ergibt. Auch nochmal zur Namenfindung. Heute wird Wi-Fi und WLAN völlig synonym verwendet. Auch in Deutschland oder in Österreich, sage ich mal, in der Schweiz, da weiß ich es nicht. Ansonsten sind wir hier ein bisschen die Insel, die alle von WLAN sprechen. Ich bin ja immer noch bei WLAN, das heißt auch WLAN-Seminar, der Sprachgebrauch, so wie Handy bei uns eine Worterfindung war, ist es halt mit dem WLAN auch, dass man das über die ganze Technik diesen Begriff nimmt. Weltweit spricht die Welt von Wi-Fi, Wi-Fi. Also wenn Sie nach Italien gehen, heißt das nicht mehr irgendwie WLAN, sondern Wi-Fi. Und plus, es ist synonym zu sehen. Vielleicht noch ein, frage ich Sie gleich noch zu was. Gehen wir mal da raus. Ich gehe jetzt auf den. Also, das ist jetzt die Inhaltsangabe, die können Sie jetzt überspringen. Wir gehen jetzt gleich in die Grundlagen rein. Und da sind wir bei IEEE 802.11. Und weiß jemand, woher eigentlich diese Bezeichnung rührt? Das heißt ja immer irgendwie alles 802.3.15 und 11 ist eben die WLAN-Schiene geworden. Weiß zufällig jemand, woher es kommt? Ja, aber woher kommt, warum immer 802? Das ist... Eigentlich ist ganz witzig, die erste technische Gruppe von der IEEE hat sich im Februar 1980 zusammengesetzt. Die erste Gruppe. Und daraus ist dieses 802 geworden. Und das haben die mitgezogen. Dahinter kommt ein Punkt und dann kommt eine Zahl für die entsprechende Technologie. Nur mal so, damit man das auch mal gehört hat. So, dann kommen wir jetzt hier zur History. Also 1997, das heißt nächstes Jahr, wird die Technik 20 Jahre alt. Ja? Da ist losgegangen. Erstes Dokument mit einer Infrarotschnittstelle und mit zwei Funkschnittstellen. Funkschnittstelle mit Frequency Hopping Spread Spectrum, das ist FHSS, ist eine Technik, die heute noch bei Bluetooth eingesetzt wird.
Dann mit dem Bandspreizverfahren DSSS, das ist dieses Direct Sequence Spread Spectrum. Ich komme dann detailliert nachher zu den Techniken. Die Funkschnittstellen waren im 2,4 GHz Band angesiedelt, was sich ja auch ISM Band nennt, Industrial Scientific Medical, für dieses freigegeben. Und letzten Endes stehen da auch schon alle potenziellen Störer, wenn man das hier so sieht, für die Technik. Die Sendeleistung 100 mW 20 dBm, da hat sich auch nichts geändert bis heute, und zwar EIRP. Und das EIRP steht für Effective Isotropically Radiated Power. Das ist also die effektive Strahlungsleistung in Bezug auf einen, sag mal, virtuellen punktförmigen Kugelstrahler, der seine Energie kugelförmig in den Raum abgibt, und auf den wird die Leistung bezogen. Und deswegen EIRP. Die Übertragungsraten waren 1 und 2 Megabit bei der Technik. Dann gab es 99 bereits die Schnittstelle im 5 GHz Band, Funkschnittstelle 11 klein a, und zwar auch schon mit der OFDM-Modulation, dieses Orthogonal Frequency Division Multiplexing, da haben wir einen Spezialisten hier. Damals die Rate auf 54 Megabit, die denke ich ist jedem bekannt hier, 54 Megabit, das war aber eben noch die klein a erstmal, hat hier in Europa aber nicht die Zulassung gekriegt, ohne gewisse Regelungen, das kam erst danach. Deswegen hat man das leistungsmäßig hier runtergebremst, dann kommen die 5 GHz dazu, hat sich eigentlich nicht durchgesetzt erstmal, und überhaupt gab es Produkte erst 2 Jahre später im Markt. Und da war dann die B-Schnittstelle schneller, die war im selben Jahr, wieder im 2-4er-Band mit einer neuen Spreiztechnik. Und zwar dem CCK, Complementary Code Keying. Und da sind dann die Raten, Bruttoraten doch gestiegen von 5,5 auf 11 Megabit. Und die waren eben wirklich schneller als die 11A-Technik. Es hat relativ gut geboomt damals mit der B-Technik. So ums Jahr 2000 rum, sage ich mal, auch noch deutlich rein in die Jahre 1, 2, 3, ist immer noch überall B gelaufen, bevor dann klein G kam. Also dann 2002 noch dieses H, da haben die dann diese Ergänzungen eben reingenommen, das ist identisch mit 11a eigentlich technisch, diese 11h-Schnittstelle, aber dieses Dynamic Frequency Selection und Transmit Power Control musste rein. Also die Tatsache, wir kommen da detailliert dazu, dass die Frequenz automatisch gewechselt werden muss unter gewissen Bedingungen oder dass auch die Sendeleistung ein bisschen zurückgenommen werden muss. Solche Regelungen, dann durften die dann auch hier mit höherer Leistung fahren. Inzwischen erwähnt man H gar nicht mehr, weil das ist eigentlich jetzt einfach A mit dieser entsprechenden Regelung. Aber rein chronologisch war eben der Ablauf so. Klein G dann 2003, die OFDM-Technik auch im 2,4 GHz Band. So, dann so ein kurzer Überblick über wichtigste, sagen wir, Milestones. 11N wurde begonnen, 2002 ist es gestartet. Das war so ein echter Milestone, der erste Joint Draft 2006. Und das Ziel war eben Erhöhung der Bandbreiteneffizienz gegenüber den anderen Modulationsverfahren. Und da kam dann die MIMO-Technik ins Spiel, auf die ich noch sehr detailliert eingehen werde, dieses Multiple Input, Multiple Output. Und erst 2009 war die endgültige Verabschiedung im September 2009 für den 11N-Standard. Und im selben Jahr gab es bereits Arbeiten an der Funkschnittstelle oder haben begonnen, klein AD. Ich weiß nicht, ob das jedem schon was sagt. Die ist in einem ganz anderen Frequenzbereich, da sind wir im 60 GHz Band. Und damals gab es die Wireless Gigabit Alliance, die habe ich jetzt vorhin auch gar nicht erwähnt, die ist inzwischen Teil der Wi-Fi Alliance. Obwohl die das immer noch so ein bisschen Wi-Gig nennen, diese 60 GHz Technik. Und der Draft wurde schon verabschiedet 2013. Hier die Zahl, die habe ich jetzt zweimal nach oben korrigieren müssen. Da war schon mal gestanden Ende 2014,
Dann habe ich hingeschrieben, Produkte kommen 2015 und jetzt habe ich noch mal erhöht, weil die haben zwar auf der CES in Las Vegas 11AD jetzt vorgestellt und es das heißt, okay, Qualcomm mit seinem Snapdragon-Prozessor 810, 820, die unterstützen das. Das ist aber immer ein bisschen hardwaremäßig, wird es zwar unterstützt, die integrieren das zwar in den Chips, aber es fehlt noch so ein bisschen an der Firmware. Wir haben noch keine Router, die wir jetzt ins Haus reingebracht haben. Und wir sind wirklich immer so ziemlich die Ersten, sage ich jetzt mal fast in Deutschland, die hier ein Equipment hier haben und das Tests unterziehen. Wenn es wirklich marktverfügbar ist. Wir kaufen auch in den USA ein natürlich, bevor es überhaupt in Europa verfügbar ist, um eben frühzeitig an so Techniken zu kommen, um das zu testen. Dann, ja, für die Bertrand-Menschen vielleicht der 11P ein wichtiger Standard steht, der ist vom 11A abgeleitet technisch und hat letzten Endes mit der Vernetzung von PKWs zu tun, Anwendung intelligenter Verkehrssysteme. Da gibt es jetzt mehrere Schlagworte dahinter. Intelligent Transport System oder Dedicated Short Range Communication. Das steht alles. Oder Car to Car oder Vehicle to Vehicle. Sagt einem ja auch was. Das basiert auf diesen 11P, sofern man ihn dann auch anwendet. Es gibt natürlich auch andere Techniken, die jetzt rund um Vernetzung von Autos eine Rolle spielen, aber das ist eben den gibt es schon eine ganze Zeit, ne, wenn man hier guckt. Dann 11AC, Nachfolger von 11N, die endgültige Verabschiedung 2013, der wird uns relativ stark auch beschäftigen, AC und AD, da komme ich morgen dann deutlich drauf zu sprechen. So, dann möchte ich noch zu einigen, nicht alle, aber einigen wichtigen Standards, die rund um dieses 11.802.11 verabschiedet werden, noch ein paar Worte verlieren. Die Standards sind immer optional einzusetzen, bloß im Enterprise-Netzwerk ist es eigentlich heutzutage ein Muss, vieles einzusetzen. Es gab im Juni 2004 dieses 11i, verbesserte Sicherheitsmechanismen. Der Hintergrund war, wissen Sie wahrscheinlich noch, dass mit dem WEP Protokoll verschlüsselt wurde und das hat eben gravierende Sicherheitsfehler gehabt und also ganze Litanei an Problemen. Das ist hackbar gewesen, man konnte in Kürze dann die Schlüssel mit irgendeiner Software, die man aus dem Internet runterladen kann, konnte man die Schlüssel rausfinden. Dann hat man eben das WPA TKIP, das war WPA 1 und WPA 2 AES-Verschlüsselung eingeführt. Das ist auch stark von der Wireless Multimedia Alliance. Da gab es dann noch so eine Untergruppe, wenn man so will, die hat das stark angeschoben, auch die Wi-Fi Alliance, dass das kommt. Die haben erst einmal dieses WPA in den Markt gebracht und dann hat es die IEEE schnell noch in den 11i-Standard. Aber es ist eben Juni 2004 geworden, bis diese Sicherheitsmechanismen reingekommen sind. Dann zu 11e. Hat mit Quality of Service zu tun, das erzähle ich auch noch eine ganze Menge dazu, warum man das dann eingeführt hat. Interessant noch der 11K und der 11R, Radio Resource Management. Man sieht schon, das wird schon etwas neuer, die Techniken. Optimierung der Verteilung der WLAN-Endgeräte auf die Access Points. Was ist Radio Resource Management? Also der 11K bedeutet Folgendes, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Vernetzung in Ihrem Gebäude mit vielen Zellen, vielen Access Points und WLAN ist von Haus aus, von Grunde aus erstmal so erfunden worden, dass die Intelligenz beim Client ist, nicht beim Access Point, nicht im Netz. Das heißt, der Client entscheidet, wann mache ich einen Handover, einen Roaming-Vorgang. Der Client entscheidet das erstmal. So ist die Uhr Technik bei WLAN. Im Gegensatz übrigens zu LTE, was 10 Jahre später entwickelt wurde, wo natürlich die Steuerintelligenz im zentralen Netz sitzt. So, jetzt ist es so, dass ein WLAN-Client sich, wenn er dann sucht mit seinen Probe-Requests, sich an einem Access-Point anlocken will, den er mit bestem Signal sieht. Ja?
Jetzt kann es sein, dass an einem Access Point sehr viele schon angeschlossen sind. Der ist hart an der Lastgrenze, jetzt will da noch einer dazu. Jetzt wäre aber ein Nachbar-Access Point zum Beispiel 15 oder vielleicht 18 dB weniger, aber erreichbar, immer noch mit einem guten Signal-Rausch-Verhältnis für den Client. Und jetzt hat das Netz die Möglichkeit zu sagen, du loggst dich nicht an dem Access Point ein, sondern du wirst an dem Access Point eingeloggt. Das heißt, ein Stück Intelligenz hat man weggenommen aus den Clients. Das ist so eine allgemeine Tendenz übrigens, um WLAN eigentlich ja, zu dem zu machen, was es heute im Enterprise ist. Es wird mehr und mehr Intelligenz auch in eine Art Netz, ob es das Management ist, ob es der Controller ist, ins Netz übernommen. Und da muss man aber eben auch leben mit der Entstehung und vor allem mit der Mac-Schicht, zu der wir heute noch kommen. Und das ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Aber das soll mal klar machen, der 11K also heute in einem Enterprise eigentlich absolut wichtig und den sehen Sie auch, wenn Sie irgendwie Enterprise-Technik sind, die Dinge immer einzuschalten oder anzuwählen, die findet man. Dann der 11R nennt sich Fast BBS Transition, Basic Service Set ist ein Wort für eine Zelle. Und heißt schnellerer Wechsel. Der Witz ist, durch die Einführung von diesem 11i ist der Aufbau einer Verbindung vom Client sozusagen ins WLAN-Netz langsamer geworden. Bis dahin, bevor dieses 11i kam, waren das noch vier Telegramme, die hin und her laufen und dann kam ein weiterer Four-Way-Handshake dazu, der jetzt diese ganzen Schlüsselaustausch macht. Man greift durch bis auf einen Radioserver möglicherweise, der in der Firma irgendwo steht. So, das hat so viel Zeit gekostet, dass dann so Applikationen wie Voice over IP beim Roaming durch das Haus dazu geführt haben, dass die Unterbrechungen zu groß sind, sodass sie also, dass das halt aussetzt für so und so viel 500 Millisekunden oder irgendwas. Sie haben halt Störungen drin. Jetzt hat man sich diesen 11R überlegt, da steckt jetzt wieder Intelligenz im Netz, die sich den Client merkt, den Schlüssel, den der Client hier hat, merkt und diesen Four-Way-Handshake nicht mehr durchführen muss. Eigentlich letzten Endes kommt man wieder zurück wie vor diesem 11i, aber mit Security. Also Applikation Voice over IP muss man 11R einschalten, definitiv. Dann kam noch 11W, vielleicht interessant, Protected Management Frames, weil es waren zwar Daten und Control Frames verschlüsselt, aber die Management Frames nicht. Und da kann ja auch Schindluder getrieben werden, wenn da eingegriffen wird. Deswegen war eben war der Standard 11W. So, dann Herbst 2011, 11S, Mesh-Netze. Pakete können bei Mesh-Netzen ja über verschiedene Wege, über verschiedene Routen laufen. Und das Ziel ist eigentlich auch, dass man hier sozusagen die Funkstrecken verlängert. Komme ich noch drauf, war ein Umbrella-Standard, nachdem es ist eigentlich bis heute so stark proprietär durchsetzt. Ich sage es mal so, die Mesh-Technik. Aber wir kommen noch drauf. 11V, Wireless Network Management Erweiterung, ein Management in einem großen Unternehmen von einem WLAN ist sozusagen ein Muss geworden. Und die Managements sind gewachsen. Und dann hat man hier nochmal einiges an richtige Protokolle genormt von der IEEE, die dem Management jetzt ermöglichen, direkt in Access Points zum Beispiel Dinge abzufragen. Selbst den Access Point in eine Art Messgerät zu verwandeln, für ganz kurze Zeit, dass der mal irgendwas aufnimmt und das entsprechend mit über definierte Protokolle ans Management schickt. Also das war das hier. 11U, das ist die Basis für Roaming zwischen Mobilfunk und WLAN. Also auch ein ganz wichtiger Standard gewesen, auf den jetzt alles aufsetzt. Stichwort Hotspot 2.0 oder Wi-Fi Certified Passpoint.
die Begriffe von der Wi-Fi Alliance oder auch Next Generation Hotspot. Das hat man vielleicht alles schon mal irgendwo gehört und gelesen. Das setzt darauf auf. Ich erkläre es aber noch detailliert, was es ist. Und genauso 11AA im Juni 2012, da ging es dadurch, das nennt sich Robust Audio-Video Coding, da haben wir sogar den Originalstandard hier. Hier sind einige Dokumente übrigens, 11U und hier, das ist der Standard 11AA. Man kann sich das also mal angucken, wie sowas ausschaut. Und der Grund war, Multicast oder Broadcast funktioniert nicht über WLAN, nicht vernünftig, sage ich mal. Und zu dem Warum komme ich noch und die Ansätze bei 11AA, um dieses nicht total zu lösen, aber zumindest deutlich zu verbessern. So, dann komme ich jetzt nach diesen sagen wir mal Einführungen der Geschichte mal generell zu WLAN. Also, ist eine Technik, die ist in Deutschland von der Bundesnetzagentur geregelt, in Verfügungen für die beiden Frequenzbänder. WLAN ist antragsfrei, genehmigungsfrei, Sie zahlen keine Gebühren oder Beiträge zur Frequenznutzung. Sie können mit Ihrer Funkverbindung auch über ein fremdes Grundstück drüber gehen, ohne dass Sie eine Meldepflicht haben, das also irgendwo anzeigen müssen. Und auch interessant ist oder wichtig ist, nicht die Reichweite ist irgendwie reguliert, sondern die effektive Strahlungsleistung eben. Das heißt, auf die Frage, wie weit geht denn ein WLAN, das ist schon die falsche Frage. Ne? Muss man sagen, wo denn? Ja? In einer umbauten Umgebung, wie sind die Räume gestaltet? Oder will ich auf der grünen Wiese was machen? Oder will ich sogar vielleicht mit Richtantennen arbeiten? Deswegen also nochmal, nicht die Reichweite, sondern die maximale Strahlungsleistung ist reguliert. Und WLAN, deswegen sind sie ja auch irgendwie da, ist halt auch nicht mehr nur für irgendwelche very important peoples aus dem Haus, die das hier nutzen dürfen können oder wie auch immer, sondern es ist einfach hier firmenweit für Mitarbeiter da, also in den meisten Firmen. Ich kenne jetzt immer noch Firmen, die bauen noch WLAN auf. Also weil wir selber ja noch bei, auch Messungen machen bei denen. Also es gibt es immer noch, dass manche, die haben bloß ein paar Access Points rumhängen, aber noch nicht so systematisch eine volle Coverage erzeugt. Ja, spätestens seit 11N, sage ich, sind die Enterprise-Netze eben auch ein Teil, ein kritischer Teil der Unternehmensinfrastruktur. Auch die Tatsache, dass ja die Menschen wie Handys, Tablets mit nach Hause nehmen, wieder herbringen. Das ist dieses Bring Your Own Device Stichwort. Das führt natürlich dazu, dass die IT-Abteilungen der Firmen da drauf schauen müssen, das integrieren müssen. Es muss also darauf geachtet werden, hier auf Sicherheit, Performance und Compliance, wenn man diese Technik eben integriert. So, dann komme ich zu den Architekturen. Und fangen wir mal damit an, erstmal mit dem Ad-Hoc-Modus. Der sogenannte Ad-Hoc-Modus, in Klammer habe ich schon gleich hingeschrieben, Legacy Devices. Warum? Weil es gibt auch noch einen zweiten, neueren Ad-Hoc-Modus. Und alle Clients, die noch nicht konform sind zu dem Point-to-Point oder auch Peer-to-Peer Technical Specification von der Wi-Fi Alliance, das rausgegeben ist Ende 2010. Also heißt, Ende 2010 gab es eine neue intelligente Peer-to-Peer-Verbindungsstandardisierung, nennt es mal so. Und alles, was davor war, eigentlich seit Beginn, hat sich eben Ad-Hoc-Mode genannt. Gut, beim Ad-Hoc-Mode ist es so, alle Clients sind gleichberechtigt. Und es wird eben eine direkte Verbindung zwischen solchen Clients hergestellt. Aufbau ist schnell und einfach. Die Geräte müssen auf einer Frequenz funken, ist fast klar. Und so eine Vereinigung generell nennt sich Basic Service Set, daher kommt auch dieser Begriff BSS. Und die haben eine ID und daher kommt dann sowas wie BSSID. Also daher stammen auch diese. Das B lässt man dann weg, zum Beispiel, um jetzt die SSIDs eines WLANs, ist eben der Name des WLAN. Also soweit jetzt hier diese Technologie. Zweite Technologie,
Und das ist der Standard in den Häusern, wenn man so will, ist der Infrastructure Mode. Beim Infrastructure Mode wird dieser ganze Datenverkehr innerhalb von solchen Basic Service Sets nicht mehr untereinander ausgeführt, sondern über Access Points. Es werden also Access Points eingeführt und der Datenverkehr muss über die Access Points geführt werden. Und über ein sogenanntes Distribution System, so nennt sich das in der Sprache von WLAN, über dieses Distribution System werden die verbunden und das ganze Konglomerat heißt dann auch Extended Service. Was denken Sie, welche Technik ist denn dieses Distribution System? Welche Technik ist das eigentlich? Und was vermuten Sie da? Es ist eine drahtgebundene Technik, klar. Aber was ist das eigentlich? Was ist es, wenn Sie im Haus WLAN, über was verbinden Sie denn die Access Point? Ethernet. Ethernet, genau. Das heißt hier DS, aber das ist Ethernet in 99% der Fälle. Es mag Leute geben, ob es jetzt Glasfaser ist oder Kupfer, spielt keine Rolle, aber das Distribution System ist Ethernet. Und nur in ganz wenigen Fällen könnte das auch was anderes sein. Eine andere Funktechnik oder auch eine andere drahtgebundene Technik. Aber im Prinzip, das ist eben das Distribution System. Dann gibt es noch einen Modus, der heißt Wireless Distribution System. Das ist ein Verfahren, um mehrere Access Points untereinander zu verbinden. Da gibt es einmal das sogenannte Bridging und einmal das Repeating. Dieses Bridging und Repeating ist nicht von der Wi-Fi Alliance zertifiziert, wodurch die Kompatibilität zwischen mehreren Herstellern nicht gewährleistet ist. Heißt, wir machen ja oft, gerade mit neuer Technik, machen wir Bridge-Messungen, weil wir nur über Bridge die Möglichkeit haben, überhaupt eine neue Technik mal zu testen. Man kommt ja nie an ein Endgerät. Das Erste, was rauskommt, sind die APs, die Router, wie auch immer, wenn man also 4x4 MIMO hier, neueste Kisten, dann braucht man zwei Stück, die schaltet man in den Bridge-Modus, dann hat man die Möglichkeit, überhaupt mal eine Funkschnittstelle zu erzeugen, über die man was drüber schicken kann und schauen kann, wie verhält sich das. Und da ist es schwierig, wenn man jetzt Netgear mit Netgear, Asus mit Asus, D-Link mit D-Link, dann funktioniert das. Aber wenn wir hier eine Linksys mit Netgear und ein Apple mit weiß der Kuckuck, dann geht das oft nicht. Und das liegt eben daran, dass das keine allgemeine Standardisierung und keine Kompatibilität über die Herstellergrenzen hinaus hat. Sollte man wissen, weil es eben nicht von der Wi-Fi Alliance zertifiziert ist. Dann, das kann man vergessen fast, was hier noch steht. Die haben hier WEP-Verschlüsselung vorgeschlagen, natürlich unbedingt WPA2 wählen und auch man muss auch sagen, dass eine gewisse Kapazität verbraucht wird natürlich durch Steuerung hier dieses WDS. Die Modis sind, wie ich schon erzählt habe, einmal dieses Brückenbilden. Für was brauche ich sowas? Abgelegene Gebäudeteile, Überbrückung von Straßen, Bahngleisen, Flüssen, Schluchten, wie auch immer. Auch temporäre Aufbauten, natürlich sehr interessant. Denken Sie an Messen. Also wir haben auch schon in der Messe zwei Stände, die nicht weit voneinander weg waren, dann eben mit so einer Bridge-Verbindung WLAN-mäßig sozusagen das Netz verbunden. Wird zwar heutzutage immer schwieriger, zumindest im 2,4 Gigahertz-Band, und die Messen sind inzwischen ziemlich voll, aber sagen wir mal, rein theoretisch ist das so eine Anwendungsmöglichkeit. Oder auch vielleicht, wo keine technische Messe ist, wo sich Stände vernetzen wollen und wenig WLAN ist. Dann gibt es den Repeating Mode. Das heißt, das Signal geht über irgendeinen Repeater und geht dann weiter zu den Geräten. Distanz nennt man auch Hop. Also das ist so die Bezeichnung, ein Hop, wenn es hier bis hierher geht. Und das sind also dann zwei Hops, was dieses Signal machen muss. Ist auch so ein bisschen eine Form von Punkt zu Multipunkt.
Der Zweck ist natürlich, ich will die Entfernungen erhöhen meines Signals. Komm ich drauf und zeige Ihnen Messungen, die wir hier auch letztes Jahr gemacht haben. Bis 2015 hat die Technik, genau wie Mesh, ein Problem gehabt, weil sich immer nur um Single-Radio-Produkte gehandelt hat. Und Single-Radio-Produkte führen mindestens zur Halbierung des Datenverkehrs. Mindestens zur Halbierung. Für jeden Hop, den Sie machen. Also wenn ein Hop drin ist, dann mag das noch ganz in Ordnung sein, man muss das bloß wissen. Und sagen wir mal, 98% oder 99% der Haushalte haben heute Single-Radio-Repeater zu Hause. Gibt es erst seit letztem Jahr Hersteller oder überhaupt diese Technik im Markt. Bitte? Nee, der Witz ist, die Geräte sind Single-Radio-Geräte. Das heißt, die haben einen Funkkanal. Und die haben 13 Kanäle, wie auch immer, wir kommen ja noch dazu. Nur, sie können nicht auf zwei Frequenzen senden, also hören und senden. Das können die nicht. Und darin liegt das Übel begründet. Der muss sozusagen, während er empfängt, kann er nicht senden. Also muss er einen Frame empfangen und wenn dann sozusagen das da ist, dann kann er es wieder raussenden. Wieder auf derselben Frequenz, dasselbe Frame ist wieder on air. In derselben Zelle ist es zweimal on air. Man kann sich recht schnell vorstellen, dass das zur Halbierung führt. Da habe ich noch eine Folie, die das recht gut erklärt. So, jetzt kommen wir zu Wi-Fi Direct. Das ist diese, was ich schon gesagt habe, auf der Basis von diesem Peer-to-Peer-Standard. Das ist kein Access Point, kein Hotspot ist mehr notwendig. Die Geräte können direkt miteinander vernetzt werden. Und das basiert eben auf dieser Peer-to-Peer-Specification von Ende 2010. Und die Wi-Fi Alliance gibt auch hier wieder einen Stempel her und sagt Wi-Fi Direct fähig. Sinn und Zweck eben zum Beispiel Laptop, Drucker, Kamera mit dem Bildschirm zu verknüpfen oder Smartphones oder Laptops direkt miteinander zu verbinden, ähnlich Bluetooth. Wenn Sie selber sowas nutzen, wissen Sie wahrscheinlich, mit was übertrage ich denn jetzt von dem Smartphone hier rüber, schnell ohne Kabel Daten, dann nehmen Sie entweder Bluetooth oder Sie nehmen Wi-Fi Direct. Wobei Wi-Fi Direct bei größeren Datenraten normal das Schnellere ist. Dann kommen wir zu Begriffsbestimmungen in dem Bereich. Es gibt zwei verschiedene Gerätetypen in so einer Gruppe. Also es gibt die Peer-to-Peer-Group. So, und in der Peer-to-Peer-Group kann entweder ein Peer-to-Peer-Device sein oder ein Legacy-Device. Den Unterschied, glaube ich, ist jetzt schon klar geworden. Es ist ein Gerät, was halt älter als der Standard von Ende 2010 ist. Und das ist ein Gerät, was diesen Standard schon beherrscht. Und man muss bei der Gelegenheit sich auch überlegen, es ist ja ungeheuer die Leistung angestiegen. Das heißt, was so ein altes Legacy-Device aus 2002 hat eine völlig andere Performance als jetzt irgend so ein Gerät von 2012 oder 11. Und entsprechend ist auch hier stark Intelligenz natürlich drin. Und die müssen jetzt zwei Rollen übernehmen können, diese Peer-to-Peer-Devices. Die müssen, wenn sich jetzt zwei finden, wenn also zwei eingeschaltet werden und miteinander Informationen austauschen, dann wird einer zum sogenannten Group Owner. Einer wird ein Group Owner. Was ist ein Group Owner? Ich habe es beschrieben, es ist eine Access Point ähnliche Fähigkeit, die innerhalb dieser Peer-to-Peer-Group läuft, um diese Gruppe zu kontrollieren. Und wie gesagt, einer wird Group Owner und der andere wird halt dann der Client. Und was noch in so einer Gruppe mit dazu kommen darf, ist auch ein Legacy Device. Dieses Legacy Device, das sieht aber den Group Owner, das kann also nicht an intelligenten Verbindungen teilnehmen, es sieht den Group Owner wie einen Access Point. Insofern kann so ein altes historisches Gerät dann auch noch in so einer Gruppe drinnen sein. Da habe ich jetzt noch Bilder mal dazu.
Es kann also bei so einer Gruppe, es gibt eine 1 zu 1 Gruppe und eine 1 zu n Gruppe, was möglich ist. Bei einer 1 zu 1 Gruppe ist es so, haben sich zwei gefunden, einer wird der Owner, einer ist der Client. Wunderbar. Und das ist jetzt ein Beispiel für so eine 1 zu n Peer-to-Peer Gruppe. Einer ist der Group Owner geworden und dann haben wir hier 1, 2 und 3 schlaue neue Clients und dann haben wir noch 2 Legacy Clients dabei. So kann sowas aussehen, so eine Gruppe, Peer-to-Peer Group. Und das ist hier letzten Endes nochmal so beschrieben. Jetzt werden Sie sagen, ja, wie funktioniert denn das? Ich wollte es nicht beliebig aufwendig darstellen, aber es gibt eine Group Owner Negotiation Phase. Wenn sich also diese Geräte genau miteinander sehen, gibt es ein Three-Way Handshake. Sieht so Request, Response, Confirmation. Die tauschen miteinander eine Zahl aus. Und die Zahl, die haben die gewürfelt. Das ist der Intent Value. Die Zahl haben die gewürfelt, wenn die einschalten. Und das ist, die geht, glaube ich, nur von 0 bis 15. Es kann natürlich durchaus vor sein, dass die Zahl dann doch mal gleich ist. Dann haben sie sich noch was überlegt, dann gibt es ein Tiebreaker-Bit. Innerhalb, das wird dann abgefragt. Wer dann 1 hat, der wird der Group Owner. Wenn jetzt beide 1 haben, dann würfeln wir das Tiebreaker-Bit so lang, bis einer 0 hat. Und der wird der Group Owner. Nur damit man, die haben sich wirklich halt, normal funktioniert der erste Mechanismus schon. Intent Value. Der eine hat 13, der andere 15. Zack, der mit 15 wird der Group Owner. Und da muss man sich auch vorstellen, alle diese Peer-to-Peer die diese Peer-to-Peer-Intelligenz haben, die müssen also auch diese gesamte Controllerleistung dann haben. Die müssen hardwaremäßig natürlich in der Lage sein und müssen vor allem firm-softwaremäßig in der Lage sein, so einen Group Owner zu spielen. Weil bei der Logik, wo man ja nicht danach fragt, ist das jetzt, keine Ahnung, übernimmt der Bildschirm den Group Owner? Oder ist es ein Smartphone oder ein Laptop oder was? Es kann jedes dieser Geräte kann der Group Owner werden. Und spielt auch keine Rolle, weil er die gesamte Intelligenz von dem Group Owner ist sozusagen in der Firmware drin. Das ist auch das, was ich sagen wollte. Man hat sich, da ist ungeheuer weiterentwickelt worden bei WLAN, wenn man so will. Wir sind ja jetzt doch schon in dem Jahrzehnt, in dem wir jetzt sind. Mit dieser Technik. Das ist ja erst ein paar Jahre alt. Ja, gerne. Dieser Group Owner, da steht jetzt dann Access Point ähnliche, übernimmt Access Point ähnliche Funktionen. Also im Grunde ist es doch, wenn ein Legacy Client in einem Access Point sieht, ist es doch dann ein Access Point. Für den Legacy Client. Die Technik auf der logischen Stelle angeht, sehr ähnlich. Also ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Darin unterscheidet sich das ja auch nicht, sondern die haben natürlich, es gibt andere Kontrollmechanismen, sage ich einmal, die da implementiert sind und die dann, was die Steuerung und so weiter angeht, was so ein Group Owner macht. Aber im Prinzip, damit man diesen Legacy Client noch mit reinnehmen konnte, hat man dem halt sieht der das wie einen Access Point. Der liest die Beacons, kennt dann auch gewisse Bedingungen und umgekehrt liest der Group Owner zum Beispiel Probe-Response von dem Client, in dem dann drin steht, ich bin ein relativ alter Client, ich kann nur die und die Datenrate und die und die Technik und dann kann der Group Owner entscheiden, ja, dich lasse ich ja gar nicht rein, du bist mir ja zu ausbremsend. Oder ich lasse dich rein, aber halt unter der und der Bedingung. So ähnlich läuft das. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich will nicht Group Owner sein. Nein. Nein. Schlichtweg nein. Na, richtig. Also es gibt die Möglichkeit, Sie nehmen ein Produkt, was kein Wi-Fi Peer-to-Peer spricht. Aber ich verstehe, was Sie sagen wollen, aber da müssten Sie irgendwie vielleicht eigene Treiber schreiben oder irgend so. Ganz ausschließen würde ich es nicht, dass man da was macht. Ja, da müssen Sie tief rein, da bin ich natürlich überfragt, aber inwieweit man da Zugang hat, bei der Gelegenheit noch,
Sie können bei der Wi-Fi Alliance natürlich Mitglied werden, das kostet aber Geld, genauso wie bei der IEEE. Das habe ich jetzt am Anfang auch nicht erwähnt. Man kann jederzeit da Mitglied werden. Übrigens, wenn man Mitglied bei der Wi-Fi Alliance ist, dann kann man seine eigenen Produkte dort testen lassen, auf Konformität. Geht sogar, wenn Sie nicht Mitglied sind, dann müssen Sie aber relativ teuer dafür bezahlen. Und wenn Sie jetzt Mitglied sind, dann ist das halt schon irgendwie drin. Aber ohne es zu verschreien, das liegt schon irgendwo bei 10.000 oder irgendwas im Jahr. Zumindest die IEEE kostet so viel Geld, wenn man da ernsthaft Mitglied sein will. Die reden auch untereinander, aber letzten Endes gibt es einen Chef, der sozusagen den Aufbau dieser Verbindungen kontrolliert. Sag's mal so. Ja, über den echten Access Point. Das ist auch so, dass der, Sie können ja dass dieser Access Point der Group Owner ist. Das ist jetzt die Überlegung. Das muss aber trotzdem so nicht sein. Es ist einfach so, dass der Group Owner, das ist jetzt noch ein anderes Thema, aber der Group Owner, dazu müssen wir die MAC-Schicht noch haben, der Group Owner und ein Access Point, der aber ansonsten eigentlich nur als Client sozusagen damit eingebunden ist, die verstehen sich. Also die sorgen dafür, dass sie nicht irgendwie gegeneinander senden oder sich stören oder so. Das wird wirklich in der MAC-Schicht so geregelt, dass entweder der eben sendet oder der. Die kommen sich also nicht in die Quere. Das war ein ganz wichtiger Aspekt. Das kann man Ihnen oder zeigt man Ihnen zum Beispiel dadurch, ja, indem man hier mit dem Handy, morgen machen wir das, eine Miracast-Verbindung, das ist eine Videoübertragung, die auf Peer-to-Peer-Verbindung läuft. Und da kann ich mit dem Handy, aus dem Handy kann ich ein Video übertragen, auf den Bildschirm oder auf so einen Beamer. Ich kann aber auch mich über einen Access Point ins Internet einloggen oder halt ins Netz und kann sozusagen aus dem Internet ein YouTube-Video holen, was sie gleichzeitig übertragen. Jetzt hat er das Ding, arbeitet nur mit seiner einen Funkschnittstelle. Das heißt, der ist wirklich störungsfrei in der Lage, das zu handeln inzwischen. Das heißt, der Group Owner nimmt mehr oder weniger durch das Management? In der Gruppe. Das ist schon nach wie vor den sein Job. Deswegen steht auch Access Point ähnliche Funktion. Und vor allem für so einen Legacy-Client ist er deshalb. Ja. Ja, okay. Ja, die Pfeile jetzt sind natürlich erstmal so nicht gemeint, dass hier der Verkehr immer über den Group Owner geht. Das ist dann gute Bemerkung, nicht, dass wir da irreführen. Das geht halt wirklich darum, dass er das kontrolliert und dann kann der hier mit dem hier irgendwie eine Datenverbindung abwickeln. Sonst wäre es ja auch kein, wirklich, dann braucht man nicht diese Definition drunter legen, dieses Peer-to-Peer. Ja. Dann an der Stelle will ich was zur Mesh-Technik sagen, grundsätzliches so ein bisschen. Mesh heißt, es gibt sogenannte Mesh-Points, die sind untereinander eben vernetzt. Insgesamt fließen Daten irgendwie durch diese Maschen, da gibt es verschiedene Routing-Protokolle und ein Gerät, was zum Beispiel jetzt die Verbindung zum Internet macht, das wird als Mesh-Gate bezeichnet und Geräte, die eben an denen dann auch Clients dranhängen, klassische Clients, das sind sogenannte Mesh-Access-Points. Der hier, der hat ja keine Verbindung hier mit Clients, sondern nur zu Nachbarn. Das sind die Mesh Points. Und irgendwie laufen eben diese Routen dadurch, gibt auch den Begriff Mesh Basic Service Set. Und zu den Mesh-Techniken möchte ich ein paar grundsätzliche Sachen sagen, auch zur Problematik letzten Endes. Das ist ja ein mobiles Ad-Hoc-Netzwerk und normale, übliche Festnetz-Algorithmen sind da nicht möglich. Die Knoten haben kein Vorwissen über die Topologie des Netzwerkes. Die muss immer wieder erkundet werden. Und es gibt auch keine zentrale Instanz, die hier die Routing-Informationen speichert bei so einem Netz. Man hat einen ständigen Topologiewechsel wegen Mobilität.
Man muss sich ja vorstellen, alles bei diesem Mesh ist jedes Handy, jedes Tablet oder wie auch immer, ist beweglich und nicht irgendwie stationär wie in kabelgebundenen Netzen, das eigentlich üblich ist. Das heißt, man hat eine sogenannte wechselnde Metrik. Das ist die Güte der Verbindung zwischen den einzelnen Punkten und eben zwischen den Übertragungsstrecken. Außerdem auch bisschen beschränkte Ressourcen. Wenn es jetzt an ein klassisches Routing-Netz, da habe ich irgendwo einen dicken Server, der hat zwei Netzteile und so weiter und übernimmt irgendwas, habe ich hier aber nicht, sondern die Geräte müssen gewisse Dinge selber tun, das kostet Energie. Also beschränkte Ressourcen auch beim Energieverbrauch. Deswegen braucht man topologiebasierte Routing-Verfahren. Man hat also keine genaue Information nochmal über die Position der Knoten, aber über die Nachbarschaftsbeziehungen der Knoten, also praktisch die Verbindungen der Stationen, das kann man irgendwie rausbringen. Und der Grundmechanismus, man schickt hier Pakete, die werden nicht immer Hello-Pakete genannt, aber das ist einer so der Begriffe, die dafür stehen. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen. Was heißt diese Hello-Technik bei so Mesh-Techniken? Sie haben jetzt hier fünf Clients und was jetzt passiert ist, jeder Client schickt zu seinem Nachbarn diese Pakete. Sind kurz und sind in festen Zeitabständen. Je häufiger sozusagen, desto schlauer ist er über diese Funkverbindung. Sie müssen sich vorstellen, die sind jetzt zueinander von mir aus auch geringfügig in Bewegung. Das macht ja das Ganze so schwierig, ein drahtloses Mesh aufzubauen. So, dann schickt der, diese gelben Pfeile heißt, der schickt sozusagen eine Antwort wieder zurück und insgesamt ist entscheidend, wie viel von 100 Paketen kommen 80 wieder zurück, als vereinfacht so gesprochen. Dann habe ich hier eine Qualität von 80%. So wird das festgelegt. Hier kommen 95, hier nur 70. Also 100 rübergeschickt, 70 sind wieder geechot. Und so tasten die sich praktisch ran an ihre Nachbarn, an die entsprechende Übertragungsqualität. Und jetzt kann jeder natürlich eine Metrik ausrechnen, wenn der Client D zum Client A möchte. Dann kann er sagen, ja, wenn ich über C gehe, dann muss ich die mit der Wahrscheinlichkeit multiplizieren, dann komme ich auf 76%. Dass er den A erreicht. Wenn er über den Client B nach A geht, hat er aber nur eine Wahrscheinlichkeit von 59,5%, weil die Verbindung nicht ganz so toll ist in dem Moment. Also macht es jetzt eben Sinn, dass er natürlich so überträgt, beziehungsweise der Client E, der würde dann so seine Verbindung nach A machen, weil er letzten Endes bis nach A hat er dann die Wahrscheinlichkeit von 72%. Also Nachteil eben hier, man hat diese Pakete müssen da sein und müssen natürlich ständig irgendwie arbeiten. Deswegen gibt es jetzt auch wiederum zwei Verfahren, proaktive Verfahren, reaktive Verfahren oder eben auch beides in Kombination. Was ist ein proaktives Verfahren? Versteht sich eigentlich ziemlich klar. Die Pfade zwischen diesen Knoten, die bestimme ich ständig und immer und schon vorher, unabhängig, ob Nutzdaten fließen. Ja? Dann steht die Route, wenn jetzt D nach A will, dann weiß er sofort, wie er geht, weil er ja über diese ständigen Hello-Pakete das schon rausgekriegt hat. Was ist der Nachteil? Ja, ich pumpe mein Netz zu mit diesen Hello-Paketen. Und zwar je aktueller ich sein will, desto mehr schicke ich in kürzeren Zeitabständen, und desto mehr belaste ich natürlich die Funkschnittstelle. Da gibt es ein Beispiel von so einem Protokoll, ist das Optimized Link State Routing für dieses proaktive Verfahren. Ein reaktives Verfahren wäre genau anders. Das bestimmt die Pfade erst, wenn es tatsächlich benötigt wird. Macht also nichts, dann ist der Wunsch da, Daten zu übertragen. Dann fängt das Ding an, rauszukriegen, über welche Pfade gehe ich denn, um optimal mein Ziel zu erreichen. Kann man sich vorstellen, dass da eine Zeit vergeht und es mag diese Verzögerung für manche Applikationen
absolut killermäßig sein, also praktisch einfach zu lang dauern. Und positiv wäre dann der Energieverbrauch noch zu erwähnen, leuchtet ja vielleicht ein, weil wenn man diese ganzen Hello-Dinger nicht schickt, habe ich weniger Funkaktivität. Ich spare also schon auch tatsächlich Energieverbrauch. Bisschen ein Argument ist es, ich würde es nicht überbewerten hier. Dann gibt es zum Beispiel ein Beispiel, ist das Ad-Hoc-On-Demand-Distance-Vektor. Und der 802.11s, ich glaube 2011 oder wann der, ich habe es vorhin erwähnt, wann der verabschiedet wurde, hat das Hybrid Wireless Mesh Protokoll hervorgebracht, wobei man sagen muss, 802.11s ist eine ganz komplexe Geschichte. Rund um dieses 11s hat die IEEE jahrelang gehockt und gesessen und sonst und rumüberlegt mit vielen Einsprüchen. Und am Schluss haben sie das dann verabschiedet, damit sie überhaupt was verabschieden. Und ich nenne das gerne dann Umbrella-Standard. Das heißt, man hat alle möglichen Dinge, ja, auch Hersteller, und da macht man so eine Glocke drüber und sagt, das nennt man jetzt 11S. Und was aus dem Ding man macht, das ist 11S standardkonform. Bisschen so ist es. Also es definiert eine, auch neue Verfahren, aber man muss vorsichtig sein, wenn also irgendwo steht, ich habe ein 11S standardkonformes Mesh-Produkt und Sie hängen das mit einem anderen zusammen, auch 11S standardkonform, wage ich noch zu bezweifeln, dass das funktioniert, herstellerübergreifend. Also nur eine Ziffer muss noch nicht heißen, dass es absolut herstellerübergreifend geht. Und Hybrid heißt natürlich proaktiv und reaktiv zusammen. Man kann sich ja vorstellen, dass ich zum Beispiel nur meine direkte Nachbarschaft erkunde, also nur ein bisschen was weiß und den Rest dann erst dann, wenn Daten fließen. Das wäre dann so die Überlagerung von proaktiv und reaktiven Verfahren. So, dann kommen wir zu den zu den Controller-Based Design. Ich schaue bloß mal kurz nach. Genau, da kommen wir gut hin. Jetzt sind wir weiter bei anderen Architekturen. Jetzt geht es so ein bisschen ins Enterprise, in die Häuser rein. Heute, typischer Aufbau, man hat einen WLAN-Controller. Die Intelligenz und Leistung nimmt auch ständig zu, muss auch, weil alle Access Points sind sogenannte Thin Access Points, da steckt also nicht allzu viel Intelligenz drin, die machen halt die ganze Funkschnittstelle und ein Physical Layer und die hängen dann über sogenannte Daten- und Kontrolltunnel an diesem Controller dran, der irgendwo in ihrer Firma hoffentlich sicher untergebracht ist und über diese Tunnels. Vorteil ist also jetzt, diese Access Points können zentral mit Konfiguration versorgt werden. Also Sie müssen nicht mehr von Access Point zu Access Point, um ein Update zu machen oder um irgendwas einzuspielen, sondern Sie drücken auf den Knopf und da werden 1000 oder 2000 APs praktisch mit neuer Software bespielt, von mir aus sogar gebootet. Das kann man alles einstellen, solche Dinge. Firmware-Images werden eingespielt und Zentralisierung von Sicherheitsfunktionen hier. Tunnelmechanismen erschweren Angriffe. Das unterschreibe ich noch. Das Zentralisierung von Sicherheitsfunktionen, das stammt von der BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ist eine interessante Quelle, generell sollten Sie sich merken, BSI. Aber Zentralisierung von Sicherheitsfunktionen, also seit Edward Snowden, sage ich mal, ist es auch eine erleichterte Angriffsszenario, wenn ich einen zentralen Punkt habe, den ich angreifen kann. Ich persönlich würde das jetzt nicht mehr so unterschreiben hier. Aber ich habe es trotzdem stehen lassen. Aber muss kommentieren. So, dann kommen wir zu der Physik, zu den Bändern. Das 2,4 GHz Band, ISM, habe ich ja schon gesagt, Frequenzbereich 2,4 bis 2,483. Die Kanalbandbreite beim 802.11, das ist das Ursignal und klein b, beträgt 22 MHz übrigens. Nicht nur 20, obwohl man von einem 20 MHz Kanal spricht, sondern 22. Und der Kanalrasterabstand ist mit 5 MHz definiert worden.
Das ist noch vornehm ausgesprochen, ist ein Widerspruch. Ich sage immer, was die IEEE da getrunken hat am Abend vorher, weiß ich nicht, wie sie das hier standardisiert haben. Ja? Ein Kanalraster mit 5 und dann Kanäle, die hier sich gegenseitig überschneiden. Ist aber schlichtweg Tatsache, sodass man sagen kann, bei uns gibt es ja 13 Kanäle, in Österreich, Schweiz wohl auch, Beispiel USA, Italien gibt es nur 11 und was noch gut funktioniert, ist also 1, 7, 13 oder eben 1, 6, 11. Und wenn man noch, ich komme da später noch drauf, bei den anderen Modulationsverfahren ist die Bandbreite noch kleiner, dann kann man auch ganz gut 1, 5, 9, 13 machen. Dann haben Sie 4 Kanäle, wo man so über den Daumen sagen kann, die stören sich nicht, auch wenn sie sozusagen nebeneinander sind. Wenn Sie da einen Access Point haben und da einen, und der eine hat 1 und der andere hat 5, also bei 11G kann man das machen. Da gibt es aber die entsprechenden Spektralmasken, wenn die halt dann eingehalten werden. Eine gewisse Interferenz gibt es bei 1, 5, 9, 13, das ist richtig. Aber nehmen wir mal, das ist jetzt ein bisschen schematisch hier dargestellt. Ich habe unten jetzt mal 22 hingestellt, geschrieben, das ist der Worst Case. Das ist 11 und 11b. Gibt nicht mehr so viel. Es gibt es immer noch 11b, deswegen habe ich es auch noch drin, auch von der Technologie. Aber Sie sehen ja, das überschneidet sich halt bis zum Kanal 4, haben wir hier Funkanteile von beiden Kanälen. Ja? Also 1, 5, 9, 13, das wäre so gerade noch machbar. Und das ist ein bisschen beschönigend natürlich, wie das hier dasteht. Die überschneiden sich wohl eben schon ein bisschen. Aber eine Möglichkeit ist es eben mit 1, 7, 13, wenn man arbeiten kann, und wenn man mit 3 Kanälen zurechtkommt, dann ist es eigentlich definitiv in Ordnung. An der Stelle habe ich eine Folie drin, weil die da irgendwie reinpasst, um mal die Beeinflussung von WLAN und Bluetooth zu zeigen. Sie wissen, Bluetooth ist ein Frequency-Hopping-Verfahren. Das heißt, da ist jetzt nach oben die Frequenz aufgetragen und nach rechts die Zeit. Und Sie sehen jetzt hier zwischen 2,4 und 2,480 springt dieses Bluetooth-Frame. Also Bluetooth hüpft sozusagen, jede Millisekunde sucht sich das irgendwie einen von 80 Sprungmöglichkeiten raus und da liegt es halt dann gerade. Und das ist jetzt ein Beispiel von einem 11B-Frame oder von einem 11-Frame mit 22 MHz. Das liegt jetzt hier. Und da haben wir jetzt den Fall, erste Millisekunde ist das Bluetooth hier, in der zweiten Millisekunde hier und in der dritten ist es hier reingehüpft. Also irgendwo da hat sich was rausgesucht. Es kommt zur Kollision von den beiden Frames und im schlimmsten Fall sind beide hin, sind von den Empfängern nicht empfangbar. Bei WLAN komme ich noch dazu, welche Mechanismen dann kommen, was die Wiederholungen so angeht. Bluetooth ist jetzt im Vorteil, die kann praktisch sofort, relativ schnell, weil auch die Zeit kürzer ist, sein Frame wieder wiederholen. Und deswegen hat man frühzeitig den Druck auf die, also von der IEEE ist der Druck, früher war ja die, ist ja Bluetooth, war ja gar kein IEEE-Standard, das ist es erst geworden, das ist ja stark eine europäische Entwicklung gewesen, das weiß man vielleicht. Und dann war der Druck da, ich sage jetzt einmal von der IEEE und sagt, ihr müsst dafür sorgen, dass hier keine Störung auftreten. Das heißt, die Bluetoother haben die Intelligenz reingebracht, die müssen einen Sensor einschalten, sagen, wo liegt das WLAN-Signal und diese Frequenzen, die dürfe ich jetzt nicht anspringen. Dann sind es halt nicht mehr 80, sondern bloß noch 60. Und in allen Chips, die Sie heute in den Laptops oder irgendwo drin haben, wo Sie zum Beispiel Bluetooth für eine Funkmaus und WLAN haben, da ist es im Chip integriert, selbstverständlich, sodass es zu solchen Kollisionen gar nicht mehr kommen kann. Da müssen Sie gar nicht nachdenken. Sie machen Ihren WLAN-Kanal auf und das Bluetooth weiß, welche Frequenzen dürfen Sie nicht anspringen. Das wollte ich so an der Stelle reinbringen, weil da passt es ganz gut. So, nochmal zu unseren Kanälen zurück. 20 MHz steht hier in Klammer, 11 und 11b. Die wirkliche reale Bandbreite ist 22. Die reale Bandbreite ist 22. Bei klein g und klein n
auch der 20 MHz Kanal ist die, und auch A, klein a auch noch, ist die Bandbreite 16,25 MHz. Zeige ich noch, wo das herkommt. Also Sie sehen schon, da ist ein gravierender Unterschied, ob ich jetzt 11B-Kanäle hernehme oder ob ich eben G oder N hernehme, was diese Verwendung zum Beispiel 1, 5, 9, 13, das würde ich nie mit B machen, da kriegen Sie, die schießen sich ab. Aber mit der Technik geht es. Ich kann die Nummer jetzt nicht sagen, aber es ist mindestens 10 Jahre, dass das vereinbart ist. Also es ist sehr lange her. Diese Störungen gibt es nicht. Was anderes ist jetzt, insofern stimmt es jetzt nicht, was anderes, wenn Sie völlig getrennte Geräte irgendwie fahren, dann bin ich mir nicht sicher, ob das dann auch generell eingehalten wird. Also gerade wenn es wenn es ein Chipset ist, dann ist das auf jeden Fall implementiert. Wenn es von verschiedenen Geräten, sollte es natürlich auch sein. Müsste ich selber mal recherchieren. Bluetooth, das, genau. Und dann funktioniert es natürlich generell mit Geräten, die hier in einem Raum sind oder die sich halt sehen. So soll es ja auch sein. Aber es ist, ja, ich denke, das war jetzt, das ist die Antwort da drauf. Ja, Moment, haben wir gleich. 42, Sie haben recht. Ja, also wir entdecken immer wieder mal einen Fehler, sehr gut. Also das ist natürlich ein Blödsinn, ja. Da haben wir 5 MHz geschummelt, aber die IEEE, macht es uns ja nicht leicht, ja, mit solchen Definitionen, die hier machen. Ne. Okay, also die Folie ist soweit klar, weil dann würde ich da gleich daher hüpfen, weil das doch nochmal schön den Überblick zeigt, die 13 Kanäle in Deutschland und den meisten europäischen Ländern, habe ich hingeschrieben. Vor allem in den USA gibt es nur die 11 Kanäle. Sollte man ja auch wissen, wenn man zum Beispiel einen Laptop in den USA kauft, ja, und kommt dann nach Europa und irgendwann, ich sehe das WLAN nicht, weil irgendwo der Kanal 13, der Access Point, rattert und der Chipset einfach nur bis 11 überhaupt reinguckt, der sieht das nicht, völlig klar. Deswegen gehen auch viele dazu über, also, oder wenn Sie viele internationale Gäste haben, dann sollten Sie den Kanal 13 nicht in solchen Besprechungsräumen rattern lassen, weil die haben immer wieder das Problem, dass die das WLAN nicht sehen, weil denen ihr Gerät halt nur bis Kanal 11 geht. Also das fällt mir jetzt gerade dazu nochmal ein. Gut, also die Sendeleistungen, Client Access Point 100 Milliwatt, entsprechend dieser 20 dBm. Dann gibt es in Japan noch einen Kanal, der ist wohl bis heute noch dort gültig, aber Japan ist eine Insel, die können sich das leisten. Und der ist insofern interessant, der hat einen Abstand vom 13er von 12 MHz. Also der hat sich nochmal richtig abgesetzt. Trotz dieser 5 MHz Kanalraster, wenn Sie auf dem Kanal 14 arbeiten, dann sind Sie eigentlich wunderbar ungestört. Und bis vor 10 Jahren ungefähr, 8, 9, 10 Jahren, gab es die Möglichkeit, dass, wenn Sie ein Equipment gekauft haben, auch hier in Europa, dass man das Land selber wählen konnte. Der hat sich gefragt, sind Sie in den USA, also 1 bis 11, oder in Europa oder in Japan? Und dann haben wir natürlich Japan eingestellt und bling, war der Kanal 14 verfügbar und war da. Was natürlich illegal ist, aber ich habe auf der IBC, auf einer bekannten Rundfunkmesse, habe ich in den Kanal 14 reingeschaut. Und da war eine SSID drin, you should not be here, Ausrufezeichen. Also, die wussten da schon Bescheid. Bei uns wäre es schon fast kritisch, weil inzwischen haben wir LTE, in dem, das geht hier los, ja, und zwar versteigerte Lizenzen, also da steigt Ihnen die Bundesnetzagentur dann doch aufs Dach. Natürlich, wenn man es in irgendeinem geschlossenen Raum, na, sehen Sie es nicht. Gut, dann kommen wir zum 5 GHz Band. 5 GHz Band geteilt, einmal von 150 bis 350, das ist das sogenannte UNI Band 1, diese Bezeichnung ist auch wieder von den Amis
gibt es eigentlich bei uns nichts anderes, dieses Unlicensed National Information Infrastructure. Also UNI 1 ist das hier, dann kommt ein Gap und dann kommt UNI 2, wieder mit 4 Kanälen, also insgesamt 8 Kanäle. Dieser, na, der Gap ist erst hier natürlich, 8 Kanäle hier und die zugelassenen Leistungen sind 23 dBm, also 200 Milliwatt und Indoor-Verwendung bei uns hier. In den USA hat sich es gerade verändert. Wir sind gerade zu höherer Leistung und zur Outdoor-Verwendung übergegangen. Dann haben wir diesen Gap hier und 120 MHz und dann kommt nochmal 255 MHz. Das ist dieses UNI 2 Extended Band, in dem nochmal 11, 20 MHz Kanäle unterbringbar sind. Und hier darf höhere Sendeleistung gefahren werden, also 1 Watt, entsprechend 30 dBm. Ja gut, und die Kanalbandbreiten eben bei klein AH, wie ich schon erwähnt habe, oder eben sind eben diese 16, 25. Und wenn man zwei Kanäle bündelt, es gab auch schon bei 11A dieses Channel Bundling, aber jetzt bei 11N gibt es dann richtig 40 MHz Kanäle und die haben halt dann die Bandbreite von 33,75. Also dieser Überblick, aber jetzt wird es etwas spannend. Ich muss den Punkt dann nochmal wieder fixieren. Jetzt gehe ich erst einmal noch, was ist oberhalb von der WLAN-Nutzung in dem Band. Das geht nämlich noch nach oben weiter. Da wurde die Broadband Fixed Wireless Access definiert vor circa 10 Jahren. Nur gewerblich nutzbar und anmeldepflichtig, nur Outdoor. Und der Sinn und Zweck ist eigentlich Brückenverbindungen zu machen mit einer Sendeleistung, die ganz ordentlich ist, also bis 4 Watt dürfen die arbeiten. Der Grund war, das war die Zeit, wo auf dem flachen Land weit und breit kein Internet war. Weder war eine DSL-Leitung irgendwie da eine vernünftige, noch war eine, und DSL vielleicht schon, aber ein Telefon schon, aber halt nicht die DSL-Datenrate drüber, keine Glasfaser. Die Telekom hat damals gesagt, ist uns zu teuer, das und das Gewerbegebiet anzufahren. Und dann hat die Bundesnetzagentur das freigegeben. Und das ist so eine Art Richtfunknutzung. Man kann durchaus hier so 10 Kilometer oder so überbrücken mit der Technik und ist halt der Sinn und Zweck, dann irgendwo eine abgelegene Region anzuschließen. Es ist dann die WiMAX-Technik zu derselben Zeit aufgekommen. Ich selber habe mit WiMAX viel gemacht, habe hier sogar zwei WiMAX-Pilotanlagen im Betrieb gehabt. Ich kenne also die Technik sehr gut. Wir haben auch geglaubt, okay, das wird auch die Mobilfunktechnik der Zukunft, wurde es dann nicht, sondern ist halt von LTE überrollt worden, so kann man sagen. Das WiMAX sollte aber zumindest das lösen, sind auch Frequenzen versteigert worden im 3,5 GHz Band, aber ist irgendwie, gab es ein paar Anbieter und es ist nicht in den Markt gekommen. Das war dann einfach das, was preisgünstiger war, was die Leute ohne Provider machen können. Da kann sich eine Gemeinde kann das selber machen. Ich glaube aber auch, und das ist das Nächste, dass jetzt dieser Frequenzbereich demnächst wieder für was anderes freigegeben wird, weil die Notwendigkeit wird immer weniger, ist immer weniger gegeben. LTE ist ausgerollt, die drahtlose Verbindung gibt es überall, kann man mal so behaupten. Und deswegen wird das also weggeknappert werden, denke ich. Dann gibt es noch einen Bereich, das ist da hier sogar mal so ein bisschen auch überschneidend, auch Europa, für Dedicated Short Range, da sind wir bei dem 11P-Standard, also für die Car-to-Car-Vernetzung oder Vehicle-to-Vehicle oder to Infrastructure. Da ist eigentlich der Bereich, ist relativ viel Frequenz geplant. Im Moment ist nur der Bereich, diese 30 MHz, wohl belegt in Europa. Das sind dann 3x 10 MHz, weil bei 11P gibt es verschiedene Bandbreiten, aber 10 MHz ist zum Beispiel eine mögliche Bandbreite. Also Sie sehen, das geht noch weiter, da sind wir schon fast
bei 6 GHz. So, jetzt zurück zum WLAN. Diese, was ich schon gesagt habe, Transmit Power Control und Dynamic Frequency Selection muss eben eingesetzt werden im 5 GHz Band und zwar ab gewissen Kanälen. Ja, und das, da komme ich gleich auf ein Bild dazu. Insgesamt hätten wir 19 überlappungsfrei, die sind jetzt überlappungsfreie Kanäle mit 20 MHz Bandbreite. Also nochmal zurück, im ISM-Band haben wir 3 oder 4, wie man es so betrachtet. Hier im 5 GHz Band sind es 19. Das ist also schon ein ganzes Stück deutlich mehr. Und die, hier, das war hier die von der Bundesnetzagentur sozusagen die Zulassung, diese Allgemeinzuteilung dieser Frequenzen. Dann sieht das Überblicksbild so aus. Kanäle hier, 36, 40 und was fällt sofort auf? Hurra, die IEEE hat ihr, zumindest ihr 5 MHz Denken nicht aufgegeben. Aufgegeben haben sie es nicht. Sie springen jetzt sozusagen, es gibt den Kanal 37, 38, 39 nicht, aber sie haben die Zählweise doch noch irgendwie im Kopf nicht rausgekriegt. Also das ist die Kanalzählweise, das sind die Mittenfrequenzen, also auf 20 MHz jetzt bezogen. Der gelb hinterlegte Bereich ist deswegen so spannend oder interessant, ich habe hingeschrieben wertvolle Kanäle, weil Sie können bei allem Equipment können Sie das selber einstellen, so wie es eigentlich bei der im 2,4er möglich ist. Die 4 Kanäle, die kann man grundsätzlich selber wählen, auch gerade in Konsumertechnik und zu Hause. Manche Geräte, die haben überhaupt nur die 4 Kanäle zu wählen. Vieles Home-Equipment hat nur die 4 Kanäle. Und es muss kein Dynamic Frequency Selection, das gibt es hier gar nicht. Das ist ja der Knackpunkt. Die Sendeleistungen 200 Milliwatt Indoor-Verwendung. Indoor-Verwendung. Also ich rede jetzt hier von Deutschland. Es ist inzwischen auch anders in USA. Dann kommen die nächsten, die hier noch 52 bis 64, das ist UNI 2. Das war UNI 1, UNI 2. Was da auffällt, eigentlich nicht viel Änderung, selbe Leistungen, Indoor, da kommt hier was dazu. Ja, da kommt diese CAC Time, Channel Availability Check Time. Was das jetzt auf sich hat, das erkläre ich gleich. Und dann geht es weiter, dann kommen ab Kanal 100 bis 140 nochmal eine ganze Reihe Kanäle und da fällt auf, die dürfen jetzt vom Access Point oder Client mit Controlling eben mit 1 Watt senden. Also Sendeleistung, Erhöhung und hier Outdoor-Verwendung, in und Outdoor. Also nicht nur Outdoor, Sie dürfen auch im Haus mit 1000 Milliwatt fahren. Es gleicht dann so manches aus, was auch dämpfungsmäßig dann vielleicht wieder weggeht, das werden wir gleich sehen. Aber was diese CAC-Time, die steigt dann da nochmal an. Und jetzt komme ich auf was zu sprechen, das ist vor allem seit 2009 reingekommen, da wurde Wetterradar in Europa in diese Frequenzbereiche gelegt, hier bei 5,6 bis 5,650, 5,5 GHz bis 5,6 bis 5,650 GHz. Das ist wohl auch, die Franzosen wollten das vor allem da haben und da kam jetzt eine gewisse Regelungsnotwendigkeit rein, auch für WLAN. Wenn jetzt so ein Gerät, WLAN-Gerät so einen sogenannten Primär-User erkennt, und da dreht sich so ein Primär-User, dann müssen hier gewisse Zeiten eingehalten werden. Ich sage es jetzt nur mal noch, diese CAC 60, irgendwo hat sie 600 Sekunden, es gibt eine sogenannte Off-Channel-CAC-Time, es gibt eine Off-Channel-Max-Time, eine Closing-Time und eine Move-Time. Was soll das alles jetzt, werden Sie sich fragen, und das versuche ich jetzt so zu erklären, an dem Beispiel. Wir nehmen an, Sie sind mit Ihrem Client im 5 GHz-Band schön am Access-Point eingeloggt, alles ist wunderbar,
Auf einmal meint Ihr Access Point, ein Radarsignal zu erkennen. Dann muss der in einer Sekunde die Datenübertragung beenden, diese Channel Closing Time. Hier, Channel Closing Transmission Time, in einer Sekunde. Und den Signalpegel, also die HF-Leistung, muss er in 10 Sekunden runterfahren. Das ist hier die Channel Move Time. Und dann dürfte er sozusagen auf einen neuen Kanal gehen. Er sucht sich einen neuen Kanal, der frei ist, muss aber 60 Sekunden warten, bevor er da Daten sendet. Das ist diese Channel Availability Check Time. Also, 1 plus 10 plus 60, wenn man das auch noch zusammenzählt, es vergehen schon mal mindestens irgendwie 71 Sekunden, bevor der Access Point wieder irgendwas sagen würde. Aber es wird noch härter, was noch so alles geregelt ist. Was läuft beim Client ab? Client weiß ja von nichts. Der funkt hier lustig mit seinem Access Point, auf einmal, wo ist mein Access Point? Access Point ist weg. Weil da verliert er die Verbindung, wenn der nach einer Sekunde aufhört und dann den Pegel runterfährt. Reagiert ein Client, wir haben es schon mal gesagt, WLAN ist primär ein System, wo die Intelligenz in den Client gelegt wurde, zumindest entstehungsmäßig. Das heißt, der Client sagt, ich suche mir jetzt einen neuen Access Point. Also beginnt zu scannen, weil der alte ist ja nicht mehr da. Der ist nicht da. Und auch hier nicht irgendwie auf einem anderen Kanal. Weil der muss nämlich die berühmten 60 Sekunden warten. Inzwischen sucht der Client. Ja gut, wenn er dann einen findet, okay, dann verbindet er sich halt dann entsprechend. Aber Sie sehen, dass da eine entsprechende Zeit abgelaufen ist. Und dann kommt noch dazu, dass die Zeiten, wo einmal ein Radarsignal erkannt wurde, da dürfte 4 Stunden lang überhaupt nicht mehr angesprungen werden. Der muss 4 Stunden den Kanal nicht mehr. Du kannst einen anderen suchen, so ungefähr, heißt die Logik, aber den nicht mehr. Und in diesem Bereich von diesen 3 Kanälen, da gelten noch verschärfte Daten. Diese Wartezeit beträgt dann nicht nur 1 Minute, sondern 10 Minuten, bevor die irgendwo senden dürfen. Und diese Zeit, wo der den Kanal nicht mehr anschauen darf, beträgt den ganzen Tag, 24 Stunden. Also führt eigentlich dazu, dass man sagen muss, diese 3 Kanäle mit diesen verschärften Regeln, die können es fast vergessen für jetzt wirklich sinnvolle Anwendungen, sage ich mal. Es gibt auch zunehmend Hersteller, die gar nicht mehr reinnehmen. Die sagen, mit den 3 Kanälen, 120, 124 und 28, die stellen wir nicht mehr zur Verfügung aus. Da machen wir nichts mehr damit. Im Zusammenhang allerdings jetzt mit LVAC und so weiter, sind sie natürlich dann doch notwendig, oder die Frequenzbereiche, da muss man dann dazu sagen, so häufig ist es jetzt auch wieder nicht, dass hier das Ding ein Radarsignal erkennt. Also wenn Sie in Indoor-Umgebungen arbeiten und nicht irgendwie neben Flughafen oder Militärgelände sind, dann gilt das eigentlich nicht erfahrungsgemäß. Das wäre auch ein Jammer. Aber wie gesagt, 19, jetzt nur noch 16 steht halt dann da, wenn man es sinnvoll einsetzen will. Ja, eine Zero-Wait-Time. Vielleicht ist das jetzt aus der Mac-Schicht, was Sie meinen. Kann das sein? Also das Channel Availability Check, das, Sie haben ja, also wenn Sie könnten natürlich das hier meinen, ja, bei den 4 Kanälen, da gibt es keine CAC. Aber ich vermute, Sie meinen was anderes, da kommen wir aber heute noch dazu, bei der Mac-Schicht. So, generell noch, weil wir sind ja immer noch bei Grundlagen sozusagen, Frequenzmanagement, ohne sowas funktioniert eigentlich heute so ein größeres WLAN nicht. Man hat ja eventuell auch Störungen von Teilnehmern des eigenen WLAN-Netzes, deswegen ist es gut, das sind jetzt also Empfehlungen. Machen Sie eine gute Dokumentation, eine aktuelle, gute Planung,
Schnittstelleüberwachung macht Sinn, also die Luftschnittstelle macht natürlich Sinn. Eventuell Site-Surveys durchführen. Site-Surveys sind Tools, gibt es VisiWave und EKHAU. Das sind Tools, wo Sie Ihre Pläne einscannen von einem Haus und dann bewegen Sie sich durch, vorausgesetzt Sie haben Ihr Netz schon, dann macht es erst Sinn. Dann gehen Sie durch und können immer, je nachdem in welcher Ecke Sie sind, machen, setzen Sie da einen Punkt. Und dann rechnet Ihnen diese Site-Survey-Software eine Versorgung Ihrer Struktur. Also das ist was ich sage, macht Sinn, wenn ein Netz aufgebaut ist. Ich komme aber da ja dazu, wie geht man vor, um überhaupt mal, wenn noch gar keine Access Points sind, muss man ja auch irgendwie Messungen machen. Ja, hier steht Nutzung des 5 GHz-Bereichs, das hat sich bezogen auf, vielleicht macht es Sinn, wenn es 2,4er total überlastet ist, geht halt auch ins 5er rein. Das war vor kurzem noch wichtig, weil viele nutzen immer noch das 2,4er, obwohl es uns 5er ist leer. Wenn Sie so einen Frequenzscan wo durchführen in manchen Firmen, mir fällt es immer wieder auf, 2,4er ist voll, im 5er, wo man mehr Kapazität hat, ist nichts los. Das wird sich jetzt wahrscheinlich mit AC ändern. Gut, dann gibt es Störungen durch fremde WLANs, die gibt es natürlich auch. Dann brauche ich irgendwie Maßnahmen zur Erkennung, zur Lokalisierung. Und es gibt Störungen durch Fremdsysteme, haben wir ja schon festgestellt. Bluetooth, Bewegungsmelder, was so alles unterwegs ist. Industrial Scientific Medical, wie das Band eben heißt, ja, das 2,4er. Ganz viel Sinn macht, eine Spektralanalyse immer machen zu können. Wir zeigen Ihnen einen neben, sagen wir mal, auch professionelleren Geräten da von Rode und Schwarz, gibt es durchaus preisgünstige Spektrum-Analyzer, die sehr gute Ergebnisse liefern. Können wir Ihnen dann zeigen. Dann komme ich jetzt noch auf ein paar, wir haben es gleich geschafft, dann gibt es einen Kaffee. Noch auf ein paar grundsätzliche Begriffe. Viele sagen, ja, kennen wir ja alles, wissen wir alles. Nochmal EIRP, habe ich schon erklärt. Ne? Also bezogen auf den Kugelstrahler die Leistung, äquivalente Strahlungsleistung. Das Dezibel ist eine Einheit des Leistungspegels. Und zwar gibt es ein Verhältnis von zwei Leistungen zueinander an, P1 zu P0. Und wenn jetzt P0 genormt wird auf zum Beispiel auf 1 Milliwatt, dann nennt man das dBm. Man kann das auch auf eine Watt normen, dann heißt es dBw. Aber das ist so eine ganz klassische Bezeichnung von einem Leistungsbezugspegel bezogen auf 1 Milliwatt. Und hier haben wir halt dann so diese Formel dafür, 10 mal der 10er Logarithmus P zu 1 Milliwatt. 1 Milliwatt entspricht dann 0 dBm. Und generell gilt eine 3 dB Erhöhung, bedeutet immer eine Verdoppelung der Leistung, 3 dB weniger, bedeutet immer Halbierung der Leistung. Also mit den dBs muss man sich ein bisschen anfreunden, wer es noch nicht gemacht hat, weil es einfach Sinn macht, die ganzen Angaben. Es ist halt immer in dB, wenn man Signal-Rauschabstände liest, oder es ist in dBm, wenn man dann eben RSSIs, also Empfangspegel und sowas hat. Und nochmal hier einfach das Verhältnis ist auch klar. Leistung 1 ist halt 0 dB, 10 ist 10 dB, 120, 1000 entspricht 30 dB. Und in die umgekehrte Richtung wird dann negativ gezählt. Minus 10, minus 20, minus 30. Was möchte er jetzt machen hier? Dann eine Folie, die mal die absoluten Strahlungsleistungen einfach mal so reinbringt. Das habe ich mal erstellt. GSM ungeregelt darf immer noch 2 Watt, deckt 250 Milliwatt, dann haben wir UMTS 125, Bluetooth jetzt hier mit 100 Milliwatt, WLAN 100 Milliwatt und im 5 GHz Band halt 1 Watt. Einfach mal zur Gegenüberstellung, weil ich bringe immer das Beispiel, meine Nachbarin mit dem Handy, mir kommt WLAN nicht ins Haus. Ja? Geht gar nicht, sage ich einmal. Geht gar nicht. Ne? Haut einfach nicht hin. Wir sind also auf jeden Fall, wir sind in den gleichen Frequenzbereichen und sind bei den gleichen Pegeln. Das ist nochmal eine
Darstellung schnell für die dBms, also nochmal 1 Milliwatt 0 und dann geht es eben hoch, 100 Milliwatt sind die 20, das ist das, was wir ja auch EIRP senden dürfen und also 23 wären dann 200 Milliwatt, immer 3 dB Verdoppelung, 26 sind 400 Milliwatt, 29 sind 800 Milliwatt und 30 sind dann 1000 Milliwatt oder 1 Watt. So kann man das immer rechnen. Verdoppelung heißt immer, Sie zählen 3 dB auf die dBms drauf. Und es geht halt hier bis kW oder in umgekehrter Reihenfolge halt. Mikrowatt oder Nanowatt wäre dann minus 60 dBm, wäre dann ein Nanowatt. Dann noch eine Folie zu Dämpfungen, ganz spannend. Freiraumdämpfung, Free Space Loss. Allein im 2,4er haben wir bei einem Meter 40 dB Dämpfung. Ein Meter, das ist so viel. Und da der Access Point ist und sendet mit 20 dBm plus, nehmen wir mal an, ohne Richtantenne, also dann haben Sie hier minus 20 dBm. Das ist der Faktor, wenn man es linear sagt, der Faktor 10.000. Das sollte man insofern berücksichtigen, wenn Sie Ihr Handy am Kopf halten, dann haben Sie die Leistung direkt am Kopf. Wenn Sie es hier hinten reinschieben, ja, dann haben Sie den Faktor 10.000stel bereits, bezogen auf den Kopf. Machen sich viele gar nicht die Vorstellung. Also wenn man dann hier mit den Kopfhörern telefoniert, macht durchaus Sinn. Einer, der seinen Kopf schonen will. Welcher Körperteil jetzt bedeutsamer ist, hier oder hier, das muss natürlich jeder selber stellen. Aber es macht Sinn. Im 5 GHz Band haben wir ein bisschen mehr Dämpfung, aber man sieht, wie das raufgeht, ne? 10 Meter, 100 Meter Freiraumdämpfung. Wir haben jetzt noch gar keine Mauern oder Hindernisse drin. Die kommen dann erst danach, da zeige ich das in der nächsten Folie. Hier wollte ich nochmal darauf hinweisen, was es bedeutet, wo auch der Rauschpegel liegt und dass dieses Signal zu Interferenz und Noise Ratio, dass das ein wichtiger Wert ist. Nehmen wir mal an, Sie empfangen mit 70 dB an zwei Orten, aber einmal ist der Rauschpegel bei minus 95 dBm, das ist so ein realer Wert, 90 minus 90 minus. Und einmal ist er wegen irgendwelcher Interferenzen, haben wir hier minus 80. Dann kommt hier das Verhältnis, ist einfach voneinander hier die Differenz zu bilden, sind hier 10 dB und hier 25. Und das spielt eine ganz große Rolle, ob was Ihr WLAN-Empfänger oder Sender damit machen kann. Dieser SINR-Wert, der ist eigentlich die eigentliche wichtige Größe. Und man kann schon mal festhalten, mit 10 dB, da sind wir in den untersten Modulations- und Kodierschemen drin. Also es wird viel Funkkapazität verbraucht und wenig Daten übertragen. Und je höher der Wert wird, 25 ist heute ein Wert, wo man sagt, da kann man sehr gute Leistungen, exzellent habe ich glaube ich gestrichen, sehr gute Leistungen. Wenn man 11AC macht, wo wir auch noch hinkommen, ist wahrscheinlich sogar eher 30 dB sinnvoll, um richtig voll operieren zu können. Sollte man also wissen, der Signal-Rauschabstand muss dann eher bei 30 sein. Und bei 20, 21, 22, da fängt es ungefähr an, wo man sagen kann, da läuft es, da kann man Daten durchbringen, ohne dass man das Netz ganz zuschießt. Aber wir lernen es noch besser kennen und jetzt kommt noch eine, ich glaube die letzte Folie. Das sind Dämpfungen von Materialien und ja gut, Gitterglasfenster, Jalousien, 10 dB, das ist jetzt 2,4 GHz. Schränke 15 dB, Betonwände schnell mal auch 25, Decken natürlich auch und ganz was Böses sind Aufzugsschächte. Bei 2,4 und bei 5 GHz, da mag ich es gar nicht hinschreiben. Also wir haben teilweise gerade bei Messungen in Gebäuden, wenn dann irgendwo ein Aufzug kommt, kommt man oft völlig raus aus der Struktur, wie man die APs setzen kann, weil Messungen zeigen dann, wo diese Aufzugsschächte sind. Die haben oft so hohe Dämpfungen, dass man komplett anders planen muss. Und es geht eben nur über Messungen, übrigens auch nicht über irgendwelche schöne Softwaren,
die auch immer mitgeliefert sind, wie bei dem Eckerhau oder andere Softwaren, wo Sie Ihre Pläne reingeben. Und dann geben Sie noch ein bisschen Daten zu Wänden ein und dann spuckt Ihnen das Ding aus, wo Sie Ihre Access Points hinhängen sollen. Und da geht es dann. Meine Erfahrung, dann geht es nicht, wenn Sie es nicht vernünftig messen. Das ist bestenfalls eine Hilfestellung, das schon, aber man muss vor Ort aktiv sein. Und hier noch was Spannendes. Der Unterschied zum 5 GHz sieht man deutlich, ne? Leichtbeton, das dämpft deutlich mehr. Oder Kalksandstein. So ein 24 cm Wand, wenn Sie Ihr Haus aus Kalksandstein haben, dann braucht es viele Repeater, habe ich das Gefühl. Ja, 23. Dann haben wir hier eine Spalte, die habe ich selbst reingefügt. Erzähle ich ganz kurz noch das POC. Das ist nämlich das Playout Center in Potsdam. Das habe ich komplett vermessen. Und wie halt immer in der Früh fängt man an, ja, haben wir gleich. Wunderbarer Bau, Licht durchflutet, komplett Glas an den Außenseiten, Glas zu den Gängen. Also praktisch jeder sieht jeden so ungefähr, bloß halt dieses Glas dazwischen. Dann hängen wir die Access Points auf, fangen die Messungen an. Was ist heute los? Haben wir was verstellt? Wir wussten also nicht, was los ist. Es kam nicht diese Performance raus. Im Gang, ja, im Gang haben wir es hingekriegt. Sind wir irgendwo in ein Zimmer rein, haben einen Ping laufen lassen, Türe zugemacht, war der Ping weg. Türe auf, Ping wieder da, Türe zu, Ping wieder weg. Dann haben wir irgendwie dann halt doch gebohrt und nachgefragt und dann haben die gesagt, ja, wir haben da schon irgendwie spezielles Glas verbaut. Und das habe ich noch nie gesehen, vor allem im Innenbereich. Nach außen kennt man das. Hier das Glas, das dämpft 20 dB. Die haben aber auch ihre ganzen Innenbereiche wohl mit diesem Glas versehen. Haben wir dann so akzeptiert, muss man dreimal so viele Access Points aufhängen, wie ursprünglich geplant, um dieses Haus sinnvoll im 5 GHz Band zu versorgen. Mein persönlicher Schluss war dann, weil es ja Potsdam ist, ne, da hat die Stasi alte Glasbestände irgendwo gehabt, ne, und die haben die dann hergenommen, um das auszurüsten. Aber vergessen wir gleich wieder. Ja gut, hier noch Hohlochziegel, das ist auch noch irgendwas ganz unglaublich hochdämpfendes. Wie gesagt, Aufzug, der würde mindestens auch hier sein. So, dann gibt es einen Kaffee jetzt.